Ja, ich habe da was absolut Kurioses, und zwar aus Schweizer Armeebeständen eine Bunkerkerze. Und ich habe schon einige Tests mit diesem Teil hier gemacht. Und Bunkerkerze, eh klar, ne? Bunker und Kerze und so. Und die Teile werden in solchen Boxen hier ausgeliefert. Ist praktisch, hat Vor- und Nachteile. Da reden wir drüber in dem Video. Wenn es dich interessiert, dann bleib dran. Sie sind halt ein bisschen teurer als klassische Kerzen. Wenn du wissen willst, woher die Vorteile und Nachteile liegen, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Bunkerkerzen. Als ich das gehört habe, konnte ich nicht widerstehen und habe mal ein paar Packungen eingekauft und habe mir das angeschaut. Denn anscheinend hat die Schweizer Armee jetzt einiges an Beständen wieder rausgeworfen, ersetzt oder ergänzt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es die jetzt am Markt wieder, und da habe ich mal gleich einige Packungen gekauft und habe getestet. Die Brenndauer, ja, liegt zwischen 3,5 und 4 Stunden. Gut, für so eine Kerze in der Größe absolut in Ordnung. Der Vorteil von diesen Kerzen soll sein laut Artikelbeschreibung, dass sie tropffrei sind. Und da kann ich da sagen, das sind sie. Also das ist wirklich interessant, dass die Kerze, also dass die ersten zwei Drittel nicht tropft. Jetzt kannst du sagen, naja, das ist ja jetzt nicht so besonders. Naja, das kommt darauf an, welche Kerzen dass man kauft, dass man zur Verfügung hat. Du kennst das sicherlich, da tropft dann, da rinnt dann überall das Zeug runter. Und dadurch wird natürlich die Brenndauer reduziert. Bei denen hier ist das überhaupt kein Thema. Das finde ich gut. So. Wie gesagt, 3,5 bis 4 Stunden meine persönlichen Messungen. Dabei bin ich immer wieder mal ein bisschen vorbeigegangen. Das heißt, immer wenn die Flamme halt sich in Bewegung geht, dann kann das ein bisschen schneller abbrennen, aber 3,5 bis 4 Stunden. So, gut. Und was ich auch gut finde, ist, dass sie relativ kurz sind. Es gibt zu kaufen, ich habe jetzt auf Amazon nachgeschaut, ich gebe da auch unten den Link, ist überhaupt kein Thema, denn die hier sind ein bisschen teurer, das merkt man schon, da komme ich dann noch dazu. Die sind deutlich höher. Und wenn ich jetzt sage, ich will das als Blackout-Vorbereitung zum Beispiel dabei haben. Übrigens, Kerzen alleine reichen natürlich nicht. Also nur zu sagen, ich habe jetzt Kerzen und das war's, ist natürlich nicht so toll, weil wenn die umfällt, und genau das macht eine hohe Kerze natürlich, wenn ich im ganzen Raum überall Kerzen verteilt habe, passiert das natürlich schneller. Nicht so ideal. Daher finde ich die kurzen beim Aufstellen viel besser. Das nächste ist diese Schachtel hier. Lässt sich schön stapeln. Das heißt, ich kann in meinem Krisenvorrat, den übrigens jeder haben sollte, sagt auch der österreichische Zivilschutzverband und der deutsche Bundesministerium für, ich habe keine Ahnung, wie auch immer. Diese Zivilschutzleute, Institutionen sagen immer wieder, bau dir einen kleinen Krisenvorrat auf. Das muss ja jetzt nicht für den Weltuntergang sein, für 80 Jahre möchte ich überleben können, sondern ein paar Wochen wäre gut. Eine Woche wäre schon großartig. Ich bin davon überzeugt, dass der Großteil der Leute nicht einmal eine Woche durchhalten, weil sie da nicht genug Vorräte haben. Aber sei es drum. Und wenn du in deinem Vorrat die schön aufstapeln kannst, in dieser Weise, unabhängig davon, dass es schön ausschaut, wobei das ist kein Maßstab, du kannst sie schön stapeln. Das ist echt praktisch, das ist ein Vorteil. Ich habe mal vor langer Zeit, als wir das erste Mal einen Krisenvorrat aufgebaut haben, da ist man nämlich interessanterweise vom österreichischen Zivilschutzverband so ein Heft untergekommen, dass der Notfallshaushalt oder der krisenfeste Haushalt so in der Richtung. Und da gab es eine Checkliste und da waren auch Kerzen mit dabei. Und die haben Kerzen gekauft, das günstigste, was es gab, wenn man gesagt hat, das ist der Wurscht, was das kostet. Und die sind dann uns in einen Sackerl geliefert worden. Das heißt, du hast dann so einen Sackerl voll mit Kerzen, die übrigens tropfen. Ja, die haben unterschiedlichste Farben gehabt, grün, rot und so weiter. Alles ein Schaß. So fette Kerzen mit einem Docht in der Mitte. Die Kerze ist dann irgendwann einmal ausgegangen, lauter Kas. Das ist hier bei der fix nicht der Fall. Ich habe sie getestet auf Herz und Nieren und daher passt das gut für mich. Das bedeutet, so eine fette Kerze mit einem oder auch mit drei Dochten, da musst du wirklich eine gute Qualität checken und die kostet Geld. So, jetzt wieder zurück zum Thema. Braucht man sowas unbedingt? Schau, du brauchst jetzt keine Schweizer Armee Bunkerkerzen kaufen. Ja, kannst du.
billige Eigenwerbung, ich gebe dir natürlich den Link in meinen Shop, das ist ja ganz klar, und natürlich auf andere Bezugsquellen, zum Beispiel bei Amazon. Vergleich sie auch mit anderen tropffreien Kerzen. Ja, tropffreien Kerzen, gebe ich da auch den Link auf Amazon, und da wirst du merken, dass du zum Beispiel, das ist heute, ich habe jetzt gerade vorher nachgeschaut, du kriegst eine 30er Packung, Kerzen sind zu hoch, ja, um 30 Euro. Und die hier kosten zwischen 10 und 13 Euro. Ja, dass du 8 Stück sind damit dabei. Ja, 8 Stück sind damit dabei. Das heißt, im Endeffekt sind die hier teurer. Jetzt nicht so, dass du sagst, die haben einen Goldpreis und die anderen Normalpreis, das nicht. Aber du kriegst mehr für dein Geld, wenn du jetzt die hohen zum Beispiel kaufst. Thema, kauf dir mal dort eine Packung und teste die wirklich aus. Also nur in den Notvorrat zu legen, kann ich da gleich sagen, es ist eine schlechte Idee. Bringt dich nicht weiter. Warum? Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Weil wenn ich die nicht getestet hätte, diese Kerzen, dann hätte ich geglaubt, hey, ich habe die besten Kerzen, die sind super billig erwischt. Aber ich hätte keine Freude gehabt. Gott sei Dank hatten wir noch nie so einen richtig argen Ernstfall, wo es notwendig gewesen war. Wir hatten mal eine Woche bei uns im Haus, weil ein Kabel irgendwo durchtrennt war. Keinen Strom, das war im Winter, das war ein bisschen unangenehm, Heizung nicht funktioniert und so. Also das ist schon lustig. Aber es war nicht unbedingt notwendig, da jetzt mit Kerzen zu heizen, beziehungsweise mit Kerzen das Licht zu machen, weil wir Möglichkeiten hatten, Nachbarn etc. Also das ist ganz was anderes. Nur, wenn ich mir vorstelle, bei einem Stromausfall, großflächig, langanhaltend, da kann man niemand helfen, weil alle anderen dieselben Probleme haben. Und ich komme dann erst drauf, dass meine Ausrüstung ein Kass ist, also schlecht ist. Ja, das ist keine gute Idee. Und daher, wenn du dir günstigere kaufst, mach das gerne. Wie gesagt, das ist überhaupt kein Thema, aber teste sie. Und dann schau halt auch, dass du die gut und vernünftig verstauen kannst. Und daher finde ich, dass dieses Produkt sozusagen eine Fire-and-Forget-Lösung ist, wenn ich den Anglizismus hier verwenden darf. Also einfach kaufen, hinstellen und vergessen. Zumindest da auch einmal eine andere Erfahrung damit hast. Ja. Aber das ist es. Und das sind so die Vor- und Nachteile dabei. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Braucht man das unbedingt? Muss ich sagen, du kannst nur mit Schweizer, original Schweizer Bunkerkerzen den Blackout überleben. Nein, natürlich nicht. Aber sie können auch was. Sie sind wirklich, wirklich brauchbar. 3,5 bis 4 Stunden Brenndauer. Schön verstaubar. Kompaktes Maß, wirklich ein kompaktes Maß. Und ich habe mir sagen lassen, aber da bin ich kein, ich bin kein Schweizer, ne? Ich bin kein Schweizer, da taug ich nicht dazu, gell? Viele sagen, ich rede auch viel zu schnell, das war jetzt gemein, das war jetzt wirklich gemein, aber schneller Themenwechsel, bevor ich jetzt in noch ein Fettnäpfchen reintrete. Nein, aber ernsthaft, es gibt bei der Schweizer Armee angeblich eine Laterne, in das auch hineinpasst. Ich habe die jetzt nicht finden können, ich habe da jetzt keine Informationen dazu, aber ich glaube, von meinen Tests, ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffel gefressen, aber von meinen Tests her sage ich, dass solche kurzen Kerzen die bessere Wahl sind und auch die dünnen Kerzen die bessere Wahl sind als dickere. Sie sind auch eine bessere Wahl als Teelichter, wobei Teelichter natürlich eine großartige Sache sind. Nimm dir da die 500er Packung oder die 100er Packung, die es beim Ikea gibt oder sonst irgendwo. Aber die können schon was. Bedenke eines, das haben auch meine Tests gezeigt, wenn du mit dieser Kerze jetzt im unteren Drittel dann anfängst, also ab hier beginnt es dann sich zu zerwurzeln, dann wird sie etwas breiter. Aber die ersten 2/3 ist das absolut abartig und ich habe es das erste Mal einmal gedacht, das gibt's ja nicht, ja. Die tropft nicht und das finde ich schon cool. So aus. Dass dieses Video, wie immer hier, billigste Eigenwerbung war, das ist eh ganz klar. Und wenn du mal stromlos leben willst, dann komm auf die Melkstadthütte auf waldurlaub.at, da haben wir nämlich keinen Strom, da kannst du mal testen und kannst vielleicht auch deine Schweizer Bunkerkerzen oder was auch immer mitnehmen und einmal testen, wie schön das sein kann, ohne Strom zu leben. Billige Eigenwerbung natürlich, gebt dir den Link in meinen Shop und auf Amazon und sonst überhaupt. Schreib mir gerne einen Kommentar, welche Kerzen du hast, was du von diesen Bunkerkerzen hältst, welche du hast oder ob du ein Gegner von Kerzen bist. Bedenke, es gibt ja auch dadurch mehr Brandgefahr. Also wenn jeder mit Kerzen hantiert in einem Stromausfall,
im Falle eines Stromausfalls, ja, Stromausfallfall, das ist ein cooles Wort, aber wenn Germanisten jetzt hier unter euch sind, vielleicht Stromausfallfall, weiß nicht, ob das cool ist, vielleicht ein besseres Wort dafür, alle mit Kerzen hantieren oder ein Großteil der Menschen mit Kerzen hantieren, dann ist natürlich auch die Brandgefahr deutlich höher. Also das gilt es natürlich auch zu bedenken. Das war's jetzt wirklich. Ja? Schreib mal gerne einen Kommentar, Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Und ich sag, Bunkerkerzen rocks. Ciao, ciao. Hoffentlich brauchen wir es nie. Bis dann.